Ich glaube, wir müssen erstmal den Einzug losfahren lassen. Da kann dann erstmal vorwärts fahren, dagegen prallen und dann rückwärts ins Ziel hinein und dann. Das wird knifflig. Dämlich, aber knifflig. Hui. Kurzes Erdbeben, weil hier alle wie bescheuert Zug fahren. Und so eigentlich gar nicht Zug fahren sollten. Einfaches Ankuppeln, einfaches Fahren reicht doch. Wer kommt denn auf die Idee, lila Tanks drauf zu laden? Tja, so weit, so gut. Aber was machen wir jetzt? Ich guck mal kurz in den Optionen. Wir haben die Tastenkürze hier. F5 schnelles Speichern, F6 schnelles Laden. Da ist F5. Spiel gespeichert. Man weiß ja nie, das ist ja wie in so einem Ballerspiel, dass man nur schnell auf F5 speichern kann. So. Die Züge müssen ja jeweils gegeneinander anprallen und. Na gut, ich lasse erst mal den Einzug fahren. Und dann jeweils im richtigen Moment die Weichen stellen. Na, den lassen wir als erstes durch. Dann, wenn er da hinten ist, die Weiche stellen. Wenn er da ist, dann müssen wir auch die Weiche stellen, verdammt. Nur noch 4 mögliche. Na gut, dass es kein Zeitlimit gibt. Prall. Nein! Gut, jetzt habt ihr die Uhrzeit gesehen, zu welcher Uhrzeit ich aufnehme. Gut, jetzt lassen wir den Zug nochmal losfahren. Da habe ich einfach nur gepennt. Meine Güte, was ist denn das für ein Berg? Ich überblicke alles. Ich bin der Herrscher über diese Modellbahnanlage. Nichts und niemand kann mich aufhalten. Bis auf diese Rätsel. Leute, ich will doch einfach normal mit der Modelleisenbahn spielen. Mehr will ich doch nicht. Ich will doch keine Rätsel machen. Ich will doch nicht, dass die alle dagegen prallen. Das senkt doch nur den Preis bei eBay. Gut, der eine fährt schon mal ins Ziel hinein. Das ist sehr gut. Gleich kommt wieder dieses wunderschöne Geräusch. Jetzt muss der eigentlich nur noch losfahren. Können noch einmal die Weiche stellen, so. Und danach können wir die Weiche nie wieder stellen. Und ich denke mal, danach sind wir auch durch. Hat bloß ein klein wenig gedauert, bis wir darauf gekommen sind, wie wir das machen müssen. Ich sollte auch mal hin und wieder den Cursor aus dem Bild nehmen, sonst sieht das bei den Thumbnails ein klein wenig bescheuert aus. Der Systemcursor, den habe ich mal ausgewählt, aber der ist nicht so. Also ein Spiel, also die Softwarecursor war das. Und der ist nicht so pralle. Gut, das ist der letzte Zug, der nur noch da reinfahren muss. Beziehungsweise entgleisen muss oder verschwinden muss. Simsalabim, verschwinden die Bus. Es bleibt spannend, meine Damen und Herren. Dort fährt die Modelleisenbahn direkt ins Ziel hinein. Und unglaublich, aber sie schafft es ins Ziel hinein, indem wir das Level abgeschlossen haben. Das hier ist nur mit Logik zu schaffen, aber auch wirklich. Übrigens auch jetzt interessant, dass wir jetzt wirklich in einem Wohnzimmer sind, wo man sowas aufbauen kann. Schnieke.
Sieht ja mal realistisch aus. Ein 3D-Wohnplaner. Okay, jetzt habe ich gar nicht so richtig überblicken können, was wir hier überhaupt machen müssen. Es wurde gesagt, dass man das nur mit Logik machen kann. Teleporter aktivi... was? Aktivatoren. Bescheuertes Wort. Wo fährt das eigentlich hin? Wir können die ja abprallen lassen. Weil die Weichen können wir jetzt so oft stellen, wie es uns lieb ist. Ist hier hinten auch was? Da hinten ist ein Ziel. Also, weil ich jetzt hier mit der Kamera ein bisschen komisch rumbewegt habe. Das ist wirklich nur mit Logik zu schaffen, irgendwie. Oh, Doppelstock. Cool. Okay, das Orangene führt hier rein. Aber wir können es ja dann geradeaus schicken. Nur das Blöde ist, dann geht es ja in eine Endlosschleife. Aber da müssen wir halt nur die Weichen im entsprechenden Moment so einstellen, dass sie dagegen prallen. Gut, erstmal die Teleporter-Aktivatoren in Gang setzen, damit sie erstmal losfahren und die jeweiligen Teleporter aktivieren, was so viel Sinn ergibt irgendwie. Oh, hätte man sowas bei Transport Tycoon machen können? Alter, das wäre übelst cheaten. Und wäre gar nicht mal so... Naja, ich weiß nicht. Gut, der Zug verbreitet dagegen. Aber ich habe ungefähr eine Lösung, wie wir das anstellen. Der Breiter ist mal dagegen. Fährt zurück. Dann müssen wir nur im entsprechenden Moment die Weiche stellen. Soweit mein Plan. Hä? Wieso habe ich verloren? Ich verstehe das nicht. Warum habe ich verloren? Bin ich so schlecht? Darf der nur nicht rückwärts ins Teleport-Dingsbums reinfahren? Oder kann das sein, dass der nur einmal durchfahren darf? Das ist trotzdem ein bisschen knifflig. Gut, erstmal die Teleporter aktivieren, die so viel Sinn ergeben. Ach, die Brücke habe ich nicht bedacht. Diese Brücke. Nee, doch, da müssen wir es ein klein wenig anders machen. Also durch die Teleporter können wir schon des Öfteren mal durch, weil die ja dann immer noch an sind. Das Problem ist nur die Brücke. Die Brücke kann man nur einmal durchfahren und wir haben keinen Reparaturzug. Die muss erst dadurch. Dann müssen wir hier die Weiche stellen. Und die Weiche müssen wir so lassen. Dann müssen wir die Weiche da hinten bloß im entsprechenden Moment einstellen. Gut, jetzt fährt sie einmal durch. Da hinten. Okay, jetzt wäre der Zeitpunkt, das umzustellen. So, jetzt prallt sie dagegen. Soweit so gut. Und sie fährt ins Ziel hinein. Makes a lot of sense. But who cares? Wir haben das Level abgeschlossen. Ein leichter Level, ein Pinienkarten. Oh mein Gott. Es sieht zwar wunderschön aus, keine Frage. Aber es sieht sehr umfangreich aus. What the fuck? Es fehlen einige Schienen. Auf jeden Fall wunderschön gestaltet, muss man sagen.
paar Stunden Arbeit investieren in so ein Modellierungsprogramm und das hätte man auch hinbekommen. Das müssen nicht unbedingt bestimmte Leute da machen. Ui, ui, ui. Wir können nur zwei Züge als Bauzüge definieren. Uiuiui, das könnte knifflig werden. Okay, der eine Zug kann eigentlich nur hier durchfahren. Dann kommt er auch so ans Ziel. Dann würde ich erstmal sagen, definieren wir den als Bauzug. Das ist der wichtigste Abschnitt. Und das ist auch noch ein wichtiger Abschnitt. Also im Prinzip hatten die schon recht, dass das relativ leicht zu lösen ist eigentlich. Gut, stellen wir erstmal die Weichen. Hä? Wir können noch ein paar Mal die Weichen stellen. Oh, toll. Das ist wohl die Schwierigkeit daran. Wusste ich nicht. Naja. Nein, was mache ich da? Möglichst wenig die Weichen stellen will. Schon mal sinnvoll, das hier zu reparieren. Probieren wir es einfach mal. Der repariert erstmal das. Das muss sowieso repariert werden. Würde ich aber auch mal vorschlagen, dass der Zug einfach nur geradeaus fährt und dass der nichts zu tun haben wird. Gut, schickt man den auch noch los. Dreimal dürfen wir die Weiche stellen. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Schwierig könnte sein, dass man da die Weiche nicht mehr erneut stellen kann. Aber ich würde als erstes mal den losfahren lassen. Der kommt als allererstes ins Ziel hinein, weil die Weichen schon alle perfekt gestellt sind. Gestellt. So, da fährt sie durch. Die schöne Bahn. Mit Stromabnehmern, obwohl ja keine Stromleitungen verlegt sind. Kann man ja auch machen. Okay. Eins, zwei und drei. Los geht's. Ein weiteres Level geschafft. Ich freue mich. Es war dämlich, mit einer Modellbahn sowas zu machen, aber es ist ein Simulator, das ist virtuell. Damit kann man ja sowas machen. Ich war. Ein weiteres Level abgeschlossen. Bombensache, viel einfacher als es aussieht. Viel einfacher als es aussieht. Das sieht schwer aus. Da müssen sie alle hin. Okay, die Beschreibung meint, es ist viel einfacher, als es aussieht. Aber was zum Teufel ist denn hier einfach? Wir haben ja nur einen Teleporter-Aktivator. Aber wir können die Weichen wenigstens so oft wie es geht stellen. So, das erste, was ich mal machen würde, wären die Teleporter zu aktivieren. Jetzt die gute Frage, welchen Zug nehmen wir dafür? Den hier? Das ist am nächsten dran. Und die Brücke kann man auch wieder nur viermal verwenden, aber wir haben einen Reparaturzug. Hey, Moment! Nein, du fährst falsch! Du fährst falsch! Nein! Prall dagegen, prall dagegen.
Die haben auch alle nur so Brücken, die man einmal belasten darf. Gut, eine aktiviert erstmal. Wir haben 6 Stopper. Aha. Einfacher, als es eigentlich ist. Hm. Wie will das einer verstehen?